Hallo Leute, hier bin ich wieder, der Robert, und ich bin heute wieder in Würselen beim Aquatop. Wir haben auch hier die Freude, schon mal vorab von Aquamedic was Neues vorstellen zu dürfen, beziehungsweise das kommt gerade jetzt so Mitte Dezember auf den Markt. Und zwar geht es um das neue Korallenfutter von Aquamedic. Das ist das hier. So, und wie man das jetzt richtig anwendet, um eure Korallen damit zu füttern, das zeige ich euch jetzt. Ihr nehmt ein kleines Gefäß, wir haben da mal Urinbecher oder sonstiges. Hier haben wir ein kleines Behältnis. Es ist, das muss ich dazu sagen, leider kein Dosierlöffel dabei. Das heißt, man muss sich da selber so ein bisschen rantasten. Ich nehme jetzt so einen Halm davon und fülle das hier rein. So, ich habe das jetzt aufgefüllt mit ein bisschen Seewasser. Und jetzt optimalerweise nehmt ihr einmal einen Hub von AquaBio Vit. Das kommt hier rein. Und das gleiche macht er auch nochmal mit Aminovit. Und zwar geht es einfach darum, dass eure Korallen eben auch Aminosäuren und sonstiges kriegen. Jetzt mischt ihr das gut durch. Am besten eine Minute ein bisschen schütteln. So, das ist jetzt unser gemachter Brei aus Artemia-Eiern. Und den geben wir ins Becken hinein. Also wenn man das eine Weile macht, wird man merken, dass also eigentlich alles wächst, was wachsen kann. Egal, ob das Schwämme betrifft, ob das eben auch Korallen betrifft, aber natürlich auch den einen oder anderen Trojaner, den wir nicht wollen. Aber das ist nun mal nicht zu verhindern.